Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, es ist noch gar nicht so lange her, dass Schwarz-Gelb bei den Sicherheitsbehörden schmerzliche Kürzungen vorgenommen hat. 1.000 Stellen weniger in der vorletzten Legislaturperiode. Wir von der SPD-Fraktion wollen einen handlungsfähigen, starken Staat. Das gilt insbesondere auch für den Sicherheitsbereich. Denn Reiche können sich Sicherheit kaufen, Ärmere nicht. Und deswegen haben wir als SPD Druck ausgeübt und zusammen mit der Union das größte Paket für innere Sicherheit in der Geschichte der Bundesrepublik aufgelegt. Seit 2016 insgesamt fast 12.000 zusätzliche Stellen im Rahmen der von uns beschlossenen Sicherheitspakete. Und das, werte Kolleginnen und Kollegen, das sind Beschlüsse, die dazu geführt haben, dass wir in der Kriminalitätsstatistik den niedrigsten Stand an Straftaten seit 25 Jahren messen können. Die SPD, die Große Koalition, hat Deutschland sicherer gemacht. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir sorgen auch dafür, dass die Sicherheitsbehörden gut ausgestattet sind. Wir Haushälter haben in den Haushaltsverhandlungen einiges zusätzlich auf den Weg gebracht. Dazu gehören unter anderem 600.000 Euro für die Vollausstattung aller Polizistinnen und Polizisten bei der Bundespolizei mit einem zweiten Magazin, 1.000 zusätzliche Schutzwesten für die Bereitschaftspolizei, 3 Millionen Euro für zivile Fahnder bei der Bundespolizei, 2 Millionen Euro für die Sanierung der Schießanlage des BKA in Wiesbaden und die Modernisierung der Schutzwagen bei den Bereitschaftspolizeien mit 64 Millionen Euro. Außerdem über 1.000 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten allein bei der Bundespolizei. Denn ja, gute Arbeit muss auch wertgeschätzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mit dem KfW-Programm Kriminalprävention durch Einbruchssicherung haben wir mittlerweile 200.000 Wohnungen in Deutschland gefördert. Und mit dem Haushalt 2019 stellen wir erneut 80 Millionen Euro Programmmittel zur Verfügung, weil wir wollen, dass noch mehr Wohnungen einbruchssicher gemacht werden. Werte Kolleginnen und Kollegen, das Ergebnis unserer Beratung, ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. 69 Änderungsanträge der Koalition für den Etat Innen, Bau, Heimat, 786 Millionen Euro und 1.066 Stellen zusätzlich im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens. Herzlich danken möchte ich dabei den Berichterstatterinnen und Berichterstattern für den Einzelplan 06 für die guten Beratungen. Aber vor allem möchte ich mich bedanken bei Klaus-Dieter Gröhler, mit dem es immer eine Freude war, über die Themen zu diskutieren. Und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen, Herr Seehofer, und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bundesinnenministerium, bei denen wir immer auch Fragen stellen konnten und wesentliche Informationen für unsere Beschlüsse letztendlich bekommen konnten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, etwas, das uns als SPD-Fraktion besonders am Herzen liegt, ist das Thema sachgrundlose Befristung. Mit den beiden Haushalten 18 und 19 haben wir fast 7.500 Stellen im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums entfristet. Das ist eine sehr gute Nachricht für viele Beschäftigte und ein Erfolg, auf den wir gemeinsam stolz sein können, finde ich. Wir als SPD-Fraktion, aber ich denke auch wir insgesamt in der Großen Koalition. Ein Erfolg, der möglich war mit der Unterstützung auch des SPD-geführten Finanzministeriums, mit unserem Olaf Scholz und hier in Stellvertretung die parlamentarische Geschäftsführerin Bettina, Staatssekretärin und die ganze Mannschaft im Bundesfinanzministerium. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, und werte Kolleginnen und Kollegen, schwere Stürme, Hochwasser, Starkregen, Waldbrände oder auch ein Moorbrand wie zuletzt in Meppen, all das zeigt, wie wichtig ein gut aufgestellter Katastrophenschutz ist. Ganz oft mit vielen haupt- und ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern in Feuerwehr, THW und anderen Hilfsorganisationen. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Einsatzkräfte, ob haupt- oder ehrenamtlich. Und wir Abgeordnete der Großen Koalition sagen Dankeschön nicht nur mit Worten, sondern wir tun auch etwas. Wir haben zum Beispiel, der Kollege Gröhler hat es auch schon erwähnt, ein 100 Millionen Euro Fahrzeugprogramm für den ergänzenden Katastrophenschutz aufgelegt. Davon profitieren vor allem die Feuerwehren vor Ort.
Wir haben ein Sanierungsprogramm, ein weiteres, in Höhe von 38 Millionen Euro für die THW-Unterkünfte aufgelegt. 100 Notstromaggregate beim THW haben wir letztendlich die Mittel dafür bereitgestellt. Dazu bekommt das THW 2000 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit entsprechender hauptamtlicher Betreuung. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Auch die Geokompetenz unserer Katastrophenschutzbehörden wird entsprechend gestärkt mit 3,5 Millionen Euro zusätzlich. Und damit diese Maßnahmen auch möglichst schnell letztendlich in die Realität kommen, haben wir auch beim Beschaffungsamt 58 zusätzliche Stellen und 8 Entfristungen beschlossen. Ich glaube, eine gute Geschichte, damit die Mittel auch entsprechend ankommen können. Ja, und werte Kolleginnen und Kollegen, wir als SPD, als Große Koalition wollen, dass Integration gelingt. Beim BAMF gibt es 313 neue Stellen. Wir haben die Mittel für Integrationskurse aufgestockt und auch bei der Migrationsberatung gibt es 18,5 Millionen Euro zusätzlich. Damit haben wir das Budget der Migrationsberatung in den letzten 5 Jahren beinahe verdreifacht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der Spitzensport, auch ein Anliegen der Haushälter. In den beiden Haushälten 18 und 19 haben wir die Förderung um fast 70 Millionen Euro und damit über 40% erhöht. Uns war wichtig, Unterstützung der unabhängigen Athletenvertretung, eine bessere direkte Athletenförderung und die schrittweise Anpassung der Förderung des paralympischen Sports an den olympischen Sport. Und besonders freut mich, dass wir in Berlin, in Deutschland, den Zuschlag bekommen haben für die Special Olympics. Auch hier unterstützen wir vom Bund mit einer Summe von 35 Millionen Euro die Austragung dieser Spiele. Ich finde, ein hervorragendes Zeichen für Sport und Inklusion in unserer Gesellschaft. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD, die Große Koalition, tut auch enorm viel beim sozialen Wohnungsbau. Seit der Föderalismusreform 2006 sind ja dafür eigentlich die Bundesländer zuständig. Wir haben die Mittel trotzdem erhöht, jetzt nochmals um 500 Millionen Euro. Wichtig wäre jetzt vor allem, wenn FDP, Grüne und Linke die von uns vorgeschlagene Änderung des Grundgesetzes mittragen würden, damit wir vom Bund auch ab 2020 noch in den sozialen Wohnungsbau investieren können. Und ich kann nicht verstehen, dass eine Landesregierung wie die in Baden-Württemberg, Grün-Schwarz, diese Grundgesetzänderung ablehnt und sich damit zusätzlichem Geld verweigert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, neben dem sozialen Wohnungsbau investiert die SPD, die Große Koalition, auch in andere Bereiche, die wir beim Wohnungsgipfel beschlossen haben. Zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung stellen wir zweimal 100 Millionen Euro für 6 Modellvorhaben zur Verfügung und für die Förderung von Smart City Modellprojekten stellen wir ebenfalls 167,5 Millionen Euro bereit. Nicht zu vergessen das Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen, Sport, Jugend und Kultur. Hier gibt es die 4. Fördertranche mit erneut 100 Millionen Euro. Ein gutes Programm, wie ich zuletzt auch im eigenen Wahlkreis sehen konnte, beim Richtfest in Laubheim. Jedenfalls glaube ich, dass wir einen guten Haushalt noch viel, viel besser gemacht haben. Herr Seehofer, jetzt geht es an die Umsetzung und da sind Sie gefordert. Herzlichen Dank. Das Wort hat Viktor Perli für die Fraktion Die Linke.